A2.2. Die Diagonale BD berührt den Kreisbogen FG im Punkt E. Ermitteln Sie rechnerisch den Radius CE des Kreissektors CFG. Adorn muss hier diese Strecke CE berechnen. Ist auch gleichzeitig Radius des Kreisbogens, das heißt, CE ist genau gleich lang wie CF bzw. wie CG. So, wie gehen wir vor? Wir suchen uns wieder ein Dreieck, in dem wir möglichst viel kennen und mit dem wir möglichst viel rechnen können. Da bietet sich das Dreieck CEB an. Wir wissen einerseits, es ist ein rechtwinkliges Dreieck, damit funktionieren Sinus, Cosinus und Tangens. Und der Winkel CBD ist bekannt mit 26,79 Grad, sowie die Strecke BC. Die Strecke BE kennen wir nicht. Es sieht vielleicht so aus, als würde hier dieser Punkt E die Strecke halbieren, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass das tatsächlich der Fall ist, also dürfen wir auch nicht davon ausgehen. So, gucken wir nach, ob wir trotzdem genügend haben. Also, hier diese Strecke BC, die liegt gegenüber vom rechten Winkel, also es ist die Hypotenuse. Hier haben wir den Winkel, mit dem wir rechnen können, und gesucht ist diese Strecke hier, das ist also die Gegenkathete zum Winkel. So, welcher funktioniert mit Gegenkathete und Hypotenuse? Natürlich der Sinus. Also lässt sich CE wie folgt berechnen. Sinus vom Winkel CBD ist gleich Gegenkathete durch Ankathete, Gegenkathete durch Hypotenuse und die Gegenkathete ist die Strecke CE und die Hypotenuse die Strecke BC. So, setzen wir die bekannten Größen ein. Sinus von 26,79 Grad ist gleich unsere unbekannte CE geteilt durch die Strecke BC und die war 7 cm lang. Formen wir so um, dass wir nach CE auflösen und dann steht hier CE ist gleich 7 mal Sinus von 26,79. Also ich habe einfach diese Gleichung mit 7 multipliziert, dann geht die 7 hier rüber. Und das können wir in den Taschenrechner eingeben und ausrechnen, gibt eine Länge von 3,16 cm und das entspricht genau unserem Ergebnis, das hier angegeben ist.